Friedrich II. Ist der Gedenkstein vor dem ehemaligen Haus des Gastes gewidmet. 1741 wurde die unsägliche Teilung des Ortes durch ihn beendet. Benneckenstein wurde Stadt. Vor der Benneckensteiner Einheit reichte ein beherzter Sprung über die Rappbode und man hatte sich einer eventuellen Strafverfolgung im Schwarzburgischen entzogen. Man war in der Freiheit. Heute noch ein prachtvolles Fachwerkhaus mit historisch bezogener Inschrift. Und dann gibt es da in Benneckenstein noch die kleineren Sehenswürdigkeiten.